Hallöchen, meine lieben Dudes und Dudinen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Karrieremodus mit dem FC Bayern München. Unser nächster Gegner ist, ja, Mainz 05. Wir schauen mal kurz auf die Tabelle. Und da sind die auf Platz 13 mit 14 Punkten. Und ich denke mal, das ist ein Spiel, was wir einfach so machen können. Ich habe deswegen eine Mannschaft hier mal ein bisschen rotiert, damit wir für Juve frisch sind. Und dann heißt es, ab in die Simulation. So, mental darauf vorbereitet. 3, 2, 1, go! Mal gucken. Also ich möchte ja, dass unsere Jungs nachher für Juve frisch sind. Und Meister macht das 1-0. Top. Das geht gut los. Jungs, ihr wollt mich doch jetzt hier nicht enttäuschen, oder? Enttäuscht mich bitte nicht. Na, darum habe ich halt jetzt die Ersatzmannschaft reingeholt. Pogba ist natürlich nicht Ersatzmannschaft, aber schon ein wichtiger Teil. Deswegen bleibt er von Anfang an drinne. Und gucken wir mal. 1-1. Griezmann mit dem 2-1. Und da müssen wir gleich nochmal schauen. Griezmann hat sich nämlich verbessert auf eine 86. Das kann man gerne auch nochmal gucken. Pressekonferenz. Ja, gegen Juve geht's los. Ja, da können wir gerne mal hier unsere Mannschaft loben, weil wir so toll sind. Hashtag Mannschaft loben. Ja, dann lass mal hier schauen. Wen oder was wollen wir trainieren? Ja, ja, okay. Drücken wir die Daumen. Hauen wir rein. Oh, Bellerin mit einem A dabei. Mastur mit einem A dabei. Und Thielemans mit einem C. Mit einem C. Und ich glaube, Bellerin hat sich auf die 78 gerade gesteigert, ne? Oder war er schon auf die 78? Ich habe gerade... Nee, das ist kein Pfeil nach oben da. Also alles... Tutti. Mastur ist nämlich kurz vor der 79 und Thielemans kurz vor der 81. Schön, schön. Das heißt, wir spulen jetzt vor und das, unser nächster Gegner ist halt Juve. Und wir haben jetzt nur noch ein Spiel, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und da kümmere ich mich jetzt mal hier um einen Vorschlag. Es ist wichtig. Ja. Deswegen kümmere ich mich jetzt hier darum, die Mannschaft aufzustellen und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn Pogba auf seinen Ex-Verein trifft. So, liebe Leute, da geht es jetzt auch los. Mario Mandzukic, unser Gegner. Ich weiß gar nicht, wie haben wir das Hinspiel eigentlich bestritten? Da hätte ich vielleicht nochmal nachschauen können. Weiß ich jetzt aber nicht. Und ja, ich habe Neymar, Lewandowski und Griezmann ab in den Sturm gestellt. Da Griezmann auch Linksfuß ist, dachte ich mir, der kann auch einfach dann auf der rechten Seite stehen. Das ist auf jeden Fall ein extrem krasser Sturm. Und wir gucken mal. Ich weiß gar nicht, was ich hier machen soll. Ach so, flache Flanke. Okay. Egal, wir hauen rein hier in die Geschichte. Juve. Mann, Mann, Mann. Das... Hupala, da kullert mir hier auch noch was weg. Da fällt mir ein Ei aus der Hose beinahe. Ne, es war nur so ein Überraschungsei. Ja, hauen wir rein. Juve ist unser Gegner. Ich bin ganz dick gespannt. So. Offensiv und... Ja, dann heißt es... Heidewitzka. Juve, starkes Team. Da müssen wir aufpassen. Und ich gehe schon sehr robust in die Zweikämpfe. So, wunderbar. Thomas Müller auf Alaba. Jetzt wird da Neymar geschickt. Mit dem Kopfball. Noch einmal die Flanke. Boah, da will Müller den nochmal mit einem Bicycle-Kit nehmen. Und da waren wir selbst dran. Schade. Schade, schade, schade. Ja, komm schon. So, den haben sie natürlich schön darüber gelegt. Ist nicht auch die Baller aus, von der Mannschaft? Also von daher, wir haben uns sehr gut bei Juve bedient, glaube ich. Ich glaube, wir haben uns sehr gut bei Juve bedient. Nee, wo war die Baller denn? War er bei Juve? Haben wir ihn von Juve geholt? Oder wo war er? Palermo? Nee, das war... Ich bin gerade nämlich nicht aktuell mir bewusst, wo die Baller herkommt. Wo haben wir den denn hergeholt? Und das ist die Chance. Ohoho. Das war die erste Chance. Okay. 12 Minuten. 0-0.
Weiter geht's. Ja, heute ohne die Baller direkt im Anstoß. Aber der kann auch kommen. Oh. Also wir setzen uns sehr gut ein, aber Juve macht das sehr stark. Erstmal geklärt. Weiter 0 zu 0. Ich denke mal, das wird auch eine volle Folge. Also eine Komplettfolge, in der wir das ganze Spiel zeigen werden, auch wenn es hier relativ ödländig zugehen sollte. Ich habe den Skill nicht rausgekriegt. Okay. Sehr schön. Alaba. Müller. Nee, wer ist es? Griezmann. Shit. Und da hätte ich ein bisschen mehr aufpassen müssen. Uff. Nee, aus der falschen Richtung in die falsche Richtung. Jo, Leute. Das wird noch was geben. Ich bin ziemlich angespannt gerade, weil ich mir sicher bin, dass Juve ein sehr starker Gegner ist. Da kommt er nicht ran. Was ist los? Was ist da los? Schade. Uiuiui. Also, 25 Minuten. Wir haben noch nicht wirklich einen Schuss gesetzt, ne? Also kein Heroin, sondern ein Schuss mit dem Fußball aufs Tor. Ja. Tor-News, Real Madrid, AS Rom, 0 zu 1. Sehr schön. Und die Ecke. Da gibt's die Ecke. Griezmann schlägt den Ball. Was? Jo, wahrscheinlich. Er spielt den Ball wieder direkt zurück. Er schiebt den Ball zurück. Also, erst die Ecke. Rauf. Abgewehrt. Holen wir den Ball. Geköpft. In die Mitte. Auf Pogba. Und der köpft das Ding rein. Pfumm. Schön. 30 Minuten und es steht 0 zu 1. Sehr gut, sehr, sehr gut. Real Madrid 1-1. Bale macht den Ausgleich. Okay, wenn wir es oben schon so sehen. Was? Ach komm schon, da habe ich nichts gemacht. Das war ich doch nicht. Dafür gibt's Geld. Ehrlich jetzt, wofür? Wofür? Da war doch nichts. Da war nichts los. Ich möchte das gerne sehen. Ja, gibt gleich noch Gelb-Rot. Wofür jetzt? Alles klar. Ja, okay, ich treffe ihn da, ist richtig. Aber das ist eher ein Engine-Fehler, würde ich mal behaupten. Er hätte doch da locker den Ball spielen können, dann bleibt er an seinem Fuß hängen. Eigentlich stolpert er nur über den gegnerischen Fuß. Und dafür gibt es dann Gelb? Also, ich meine, man kann ja für alles Mögliche Gelb geben, so, ne? Aber das... Besiktas, Aberdeen, 1 zu 1. Okay. Oh, Müller, schade. Was? Was, Lan? Alter! Das gibt's nix! Oh shit. Aufpassen wegen der Überzahl. Jungs, ihr geht da rauf, ich passe hier auf. Ja, dann muss ich doch rauf. So. Das war doch ätzend. Also ich finde, das war jetzt nicht unbedingt extra, was man da mit Gelb bewerten muss. Also das, da, wenn man dafür schon Gelb gibt, dann wird das ja hier ein krankes Spiel.
fuck it. Lewandowski war so schön durch und ich wollte ihn einfach nur schnell den Ball durchstecken. Neymar. Oh, zu flach in die Mitte auf den Keeper. Sollte eigentlich schön. Ja, dann ist das auch gelb. Ich meine, wenn das eben schon gelb war. Ja, da waren wir wahrscheinlich, war der Gegner wahrscheinlich nicht dran. Oh, schade. Aber hier muss ich mit Thielemans jetzt aufpassen. Und erste Halbzeit vorbei. Also 0:1. Alles gut. Alles Klärchenbärchen. Also ich bin zufrieden soweit. Bis auf diese eine Entscheidung des Schiedsrichters. Das war jetzt nicht wirklich gelb, würde ich. Also könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Fandet ihr, das war mega gelb? War das schon fast rot? Ich weiß es nicht. Ich weiß das echt nicht. Ich wage das nicht weiter zu entscheiden. Also das war für mich auf keinen Fall gelb, aber was willst du auch machen, ne? Du musst die Entscheidung des Schiedsrichters da annehmen. Okay. Oh, Griezmann nimmt den Ball nicht an. Jo, legt er sich gut vor, Mario Mandzukic. Spielt zurück. Und das ist kein Problem. Gar kein Problem. Würde ich doch mal behaupten. Ab nach vorn. Kriege ich den scheiß Fuß nicht vor. Und dann schießt er das Ding einfach geradeaus rein. Ey, das gibt's ja nicht, Morata, ey. Schaut euch das an. Ich bedränge ihn da. Pogba prallt an ihm ab. Und er denkt sich so, ja, kein Ding. Boom. Headshot. Gut. Okay. Das war überaus... ja, ich will es nicht sagen, realistisch, aber der war unbeirrt. Also Pogba ist an ihm abgeprallt. Ist so, als würde ein 5.000 Millionen Tonner Zug auf dich zulaufen. Und du sagst ja, ja, ist klar, ich brauche mich hier ganz kurz ab. Ja, alles gut. Mhm, mhm. Machen wir heute weiter. Zack, boom. Drin ist das Ding. Okay, weitermachen. Jetzt nicht noch gegen Juve die Contenance verlieren. Nicht genug abgedeckt. Ja, wir kriegen es aber nicht hin, dass die Jungs mitdecken alles. Alles wegdecken, was da ist. Das klingt sehr verkehrt. Gut. Super. Griezmann. Okay. Okay, komm, komm, komm. Thielemans! Ist nicht der Schnellste. Und ah, er kann den Ball nicht anhalten. Anderlecht, ZSKA. ZSKA Moskau. 2:2. Gut, dann heißt es hier gleich mal wechseln, hä? Ja, okay. Okay. Und jetzt einmal durch. Zieh, zieh. Nein. Was? Den Ball hat er doch weg. Jetzt nicht im Ernst. Ich konnte nicht schießen, weil er ihn da umnatzt. Oder ist er einfach selbst umgefallen? Er ist selbst umgefallen. Oh, ich glaube es nicht. Okay, Wechsel. Junge, 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 Junge. Unsere Geheimwaffe kommt jetzt aufs Feld. Okay.
Okay, Freunde. Okay. Das machen wir, Leute. Das machen wir. Die Baller ist jetzt auf dem Platz. Oder vielleicht auch nicht. Geklärt. Und Einwurf für uns. Go. Okay. Kein Abseits, oder? Aber er kommt nicht ran. Och, Götze. Mann, jetzt bist du einmal auf dem Feld und du läufst echt überhaupt nicht. Da muss er doch laufen. Okay. Sensationell. Gut gespielt. Schönes Ding. Sehr gut, definitiv. Da wird unser kleiner Prinz geschickt. Fuck. Okay. Die Baller schafft es dann nicht. Da wurde es doch ein bisschen zu eng. Er hat sich da teilweise durchgetankt. Mo! Ja. Also 1:1. Ah, oh, ich krieg das Kotzen. Jawohl, jawohl, jawohl. Jetzt nur noch der Ball in die Mitte auf Neymar. Was? Der war zu hart, der war zu hart. Nein! Schließ ab, Junge! Ich hasse euch, ihr Schweine! Foul. Oh Mann. Oh Meter. 37 Meter, das schaffen wir nicht. Alaba. Oh. Sollte nicht sein, wa? Es gibt die Ecke. Oh, joi. Also wir sind da dran. Wir sind da dran. Okay, okay, okay. Kontrolle. Oh, den rettet er noch. Den rettet er noch. Oder war das Abseits? Nee, es war Ecke. Den hat er gerettet. Gut. Okay. Lauf, hol dir das Ding, du! Das gibt es doch nicht! Wohin? Ja, da ist das Spiel vorbei. Ah! Okay, aber na gut. Gekämpft ist gekämpft. Das haben wir richtig krass gemacht. Zumindest teilweise. Und dann hat Juve auch noch gut aufgeholt. 8:4 Schüsse. Meine Güte. Hätte besser laufen können, finde ich. So ist es ein 1:1. Naja, okay. Schauen wir mal, was hier abgeht. 4 Tage ist Stuttgart dran. Doggy Chef, yo. Okay, das heißt, wir spulen vor. Stuttgart ist der nächste Gegner. Und da gibt es richtig viele Nachrichten. Was ist da los? Aktuell ist auf Italien. Okay. Termin wurde verschoben. Okay. Vertragsverlängerung. Okay. Und nochmal 12 Millionen, dadurch, dass wir weitergekommen sind. Kann ich Sie was fragen? Ein bisschen. Sie rotieren mal ein bisschen. Geben mir ein wenig Spielzeit. Okay. Ja, dann gucken wir mal. Damit bedanke ich mich wieder bei euch fürs Einschalten. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Stuttgart ist unser nächster Gegner. Länder angeguckt. Direkt dahinter ist dann DFB-Pokal.
gegen Braunschweig. Da gucken wir, wie es da läuft. Ich bedanke mich erstmal wieder bei euch. Macht es gut.